Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute werden wir Feuerwerk-Unboxing Teil 3 starten. Hier habe ich die andere Bestellung. Das Teil 1 und 2 hatten wir schon hochgeladen. Das kann ich auch gerne in die Videobeschreibung unten verlinken. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch da gerne mal reinschauen. Genau, wir starten. Jetzt haben wir hier 3 Verbünde und 2 Kartons. Hier auf dem kleinen Verbund, die ist Pyro Show 1000 Palermo von Argento. Ein kleiner Verbund mit 96 Schuss, knapp 1 Kilo NEM in Kaliber 20-25 in 72 Sekunden. Also das kleine Teil hat auf jeden Fall in sich, vor allem das Crackling-Aufstieg finde ich sehr super gelungen. Deswegen einmal mitgenommen. Direkt darunter haben wir die Riakeo Label, einer meiner Top-Verbünde. Die hat nämlich 25-30er Kaliber, knapp 2 Kilo NEM, 45 Sekunden und 108 Schuss. Genau, dann einer meiner absolute Favorit. In der Form hatte ich sie noch nie gehabt. Hier haben wir die Funke Dream Escape. Das ist die F3-Verbund von Funke. Die hat knapp 4000 Gramm NEM, Kaliber 30, 150 Schuss, 61 Sekunden. Boah, das Ding ist richtig mega krank. Ich hoffe, so wie ich es im Video gesehen habe, werde ich sie auch im Live besser natürlich erleben. Die muss auch weiterverleitet sein, werden, soweit ich weiß. Ein riesen Gerät, genau, da freue ich mich übelst. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir, machen wir die Kartons zusammen auf und schauen gemeinsam mal rein. So, Karton Nummer 1. Was haben wir hier Schönes? Fangen wir an. Einmal die Moskitos von Leslie. Ich weiß nicht, warum ich sie nochmal eingepackt habe. Bei jeder Bestellung habe ich sie mitgenommen quasi. Jetzt habe ich gefühlt 100 Stück davon. Kann man nicht verkehrt machen. Dann darf die Orks nicht fehlen. Das ist von Leslie. Crackling Bombs, sehr schön. Dann haben wir einmal die Felefans von Argento. Das ist eine kleine Batterie, die hat 16 Schuss in Kaliber 20, 134 Gramm NEM in 23 Sekunden. Ja, für zwischendurch auf jeden Fall schick. Dann habe ich einmal die Seta von Argento. Die hatte ich auch noch nie gehabt. Das ist auch im alten Design. Die hat Kaliber 20, 10 Schuss Batterie, 84 Gramm NEM, 15 Sekunden. Sieht schick aus. Einmal. Dann haben wir die Achido. Ebenfalls 10 Schuss Batterie, alte Design. Die hat Kaliber 20, 84 Gramm NEM, 15 Sekunden. Einmal mitgenommen. Einer meiner Lieblingsbatterie von Argento. Die ist saustark. Einmal. Dann das Ganze nochmal. Das Ganze dreimal haben wir mitgenommen. So, dann haben wir das Karton schon mal leer. Zack.
Argento-Ware bestellt. Wahnsinn. So. Hier haben wir einmal das, was ist das? Giftswerk von Argento. Hatte ich auch noch nie gehabt. Werden wir auch mal dieses Jahr testen. Also die hat 16 Schuss in Kaliber 20, 168 Gramm NEM, 20 Sekunden. In dem Video sah die schick aus, deswegen mitgenommen. Einmal. Dann haben wir das Ganze zweimal. Und dreimal. So, hier haben wir die Eisblume von Argento. 13 Schuss Batterie im alten Design. In Kaliber 30 einmal mitgenommen. So, hier haben wir die Zirconia von Argento. Bin mal gespannt. Und die hatte ich auch noch nie getestet gehabt. Das ist eine 10 Schuss Batterie, 138 Gramm, NEM, 20 Sekunden, in Kaliber 25. Einmal mitgenommen. Amazona von Argento. 10 Schuss Batterie, 138 Gramm NEM, 20 Sekunden, in Kaliber 25. Einmal mitgenommen. So. Hier haben wir einmal die Bellissimo von Argento. Eine reine Fächerbatterie. Die hat Kaliber 30, 25 Schuss. Volle NEM-Zahl, 500 Gramm in 16 Sekunden. Nice. Und noch im alten Design. Einmal mitgenommen. So. Hier haben wir einmal die Sakara von Argento. Die hat 40 Schuss, 20 Kaliber, 25, 30 Mischkaliber also. Knapp 500 Gramm NEM in 35 Sekunden. Schickes Gerät, einmal mitgenommen. So, das war's dann auch. Einmal hier den Duplex Cracker von Funke. Die ist auch fast überall ausverkauft. Da bin ich froh, dass ich mal eins abbekommen habe. Die hat 500 Gramm NEM, 30 mm, 20 Schuss in 45 Sekunden. Wer Crackling mag, das ist genau das Richtige. Einmal mitgenommen. So, das war's dann auch. Ich werde das Ganze jetzt nochmal aufbauen und dann gibt es eine Gesamtübersicht. Bis gleich. So, dann habe ich mal alles aufgebaut. Hier einmal das Gesamtübersicht. Hier auf der linken Seite fangen wir mal an mit Duplex Cracker von Funke. Dann die Palermo, die Labelle, dreimal die Expression. Einmal die Eisblume, dann Sakara, hier haben wir Ork, Moskitos, hier haben wir den F3 Verbund, Dream Escape, die Bellissimo, einmal den Zirconia, Amazona, dreimal Giftswerk, hier haben wir noch den Felefanz, den Zeta, und Achido. Genau. So, wenn euch das Video gefallen hat, den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und gerne kommentieren. Dankeschön und bis später. Ciao.